Eins muss man leider konstatieren, das ist schon ein atemberaubender Abstieg, den Europa, vor allem aber Deutschland derzeit absolviert. Das sieht man in Wirtschaftszahlen, das sieht man am Euro, das sieht man aber vor allem an einem Mindset, das der gute und der verstorbene Guido Westerwelle mal als spätrömische Dekadenz bezeichnet hat. Er wurde damals sehr gescholten für diesen Begriff, aber er hat leider recht behalten. Man kümmert sich um alles, nur nicht um das, was relevant ist. Man gendert, man macht hier und macht da, will weniger arbeiten, erwartet aber, dass dieser ganze Wohlstand eben beibehalten wird, und das funktioniert nicht, und das sehen wir jetzt, und jetzt sind wir in einer miserablen Lage, und jetzt Trump ante portas, also jetzt werden die Dinge nicht einfacher, wenn dann der Handelskrieger Trump kommt, und so sind wir jetzt da, wo wir stehen und müssen uns überlegen, was können wir jetzt noch tun, und eins scheint klar, dieses Mindset, dieses Elend, dafür stehen eben auch Namen wie Robert Habeck, wie Olaf Scholz, wie Ursula von der Leyen. Man kann es leider nicht anders sagen. Das sind die Exekutoren dieses Mindsets, das uns in diese Lage gebracht hat. Wir wollen uns das Desaster mal anschauen vor dem Hintergrund, dass es etwa Europäer waren wie die Engländer, die noch mit ganz geringer Bevölkerungszahl praktisch weite Teile der Welt beherrscht haben. Jetzt kommen wir in eine Situation, wo wir immer mehr beherrscht werden, passiv. Wir können nur noch zugucken. Wir sind jetzt in einer eingeklemmten Situation zwischen den USA und China und drohen ein bisschen zermalmt zu werden. Und jetzt könnte man sagen, naja gut, Leute meiner Generation, Mitte 50 etwa, die sagen, naja, wir haben unser Leben schon ein Stück weit gelebt, wir haben gute Zeiten gehabt, wir haben eine gute Wirtschaft erlebt, wir haben Kinder bekommen, alles gut, aber man macht sich Sorgen, oder ich mache mir besonders Sorgen um meine Kinder, denn eins scheint klar, die Dinge werden nicht einfacher werden, sondern viel schwieriger für sie, und die sind mental nicht darauf vorbereitet, weil sie eben auch durch diesen Mindset beeinflusst sind, weil sie diesen Wohlstand als selbstverständlich nehmen und glauben, ja, das geht schon irgendwie so weiter, auch wenn sie spüren, dass die Zeiten härter werden, aber sie sind eben nicht diese Härte gewohnt, diese innere Härte gewohnt, wie es eben noch andere Generationen waren, die Schlimmes erlebt haben. Die sind im Wohlstand aufgewachsen, sehen jetzt, dass dieser Wohlstand noch durch die bestehende Substanz, durch den bestehenden Kapitalstock noch irgendwie aufrechterhalten wird, aber dass das dünner wird. Das Eis wird immer dünner und irgendwann brichst du ein. Wir schauen uns die Dinge mal an, meine Damen und Herren, und starten mit dem Euro, so ein bisschen das Symptom dessen, was hier passiert. Der Euro fällt jetzt auf den tiefsten Stand seit 2022 unter die Marke von 1,04 heute. Bei Trump-Wahl waren wir noch bei 1,09, im Oktober noch bei 1,12. Also schon ein ziemlich heftiger Absturz, und der Druck kommt von zwei Seiten. Erstens ist die Wirtschaft sehr, sehr schwach, weswegen die EZB wahrscheinlich die Zinsen schneller senkt, negativ für den Euro. Und wir sind eben dann auch praktisch in der Peripherie des Krieges zwischen Russland und der Ukraine, sind also viel gefährdeter etwa als andere Währungsräume, etwa in Asien oder eben auch vor allem die USA. Das macht die Sache schwieriger, und hier sehen wir mal, seit Trump an der Macht ist, ist was die schlechteste Währung auf der Welt? Der Euro. Wir sind auf dem Weg gewissermaßen, wie hier jemand schreibt, eine Emerging Markets Währung zu werden, also irgendwo, wo noch ein bisschen Entwicklung passiert. Wir entwickeln uns derzeit, hat man das Gefühl, nach unten, und hier dieser dänische Analyst, der das hier, Jeroen Blokland, der das hier konstatiert, sagt also, was sind die Gründe? Wir haben strukturelle Gründe, wir sind komplett überreguliert, unser Gewerbesektor, Industriesektor bricht ein, auch vor allem durch China, durch dessen Überproduktion. Wir selbst kriegen in China in wichtigen Sektoren kein Bein mehr auf die Erde. Dann haben wir diese ganze Energiethematik, Energiekosten, auch durch diese Regulierung. Man macht absichtlich bestimmte Dinge teurer, uns fehlt Innovation, wir spielen im Tech-Bereich praktisch keine Rolle, dadurch sind wir nicht mehr konkurrenzfähig. Wir haben Zentralbanken, die letztendlich dann eben die schwächsten Glieder wie Frankreich und Italien unterstützen. Und dazu haben wir eine Massenimmigration, wo wir doch eigentlich Wohlfahrtsstaaten haben, soziale Wohlfahrtsstaaten. Da kannst du eigentlich keine Migration in den Wohlfahrtsstaat haben. Du kannst eine Migration in den Arbeitsmarkt haben, aber nicht in den Wohlfahrtsstaat. Frau Merkel will uns von anderem überzeugen, aber dazu gleich mehr. Und so sehen wir, dass Gold zum Beispiel jetzt auf Allzeithoch ist. Zum Dollar fehlt da noch einiges, auch wenn Gold jetzt wieder sehr gut gestiegen ist in letzter Zeit. Also hier hat mir ein Freund geschrieben, Wahnsinn, was der Euro an Wert momentan verliert. Ja, das ist der Fall.
Fall, aber eben ein Symptom. Und das andere Symptom, respektive warum eben diese Geschichte so schwierig wird für den Euro, jenseits der Wirtschaft und der Zinsfrage, ist eben die Geopolitik, nachdem Russland ja jetzt, wie mein Kollege Hannes Zipfel sagt, eben diese Ureschniks einsetzt, diesen neuen Raketentyp mit besonderen Fähigkeiten, und die Drohung natürlich da ist, dass diese Raketen mal aus Versehen über die Ukraine hinwegfliegen und dann vielleicht Polen, vielleicht Deutschland etc. erreichen. Das zumindest ist das Albtraum-Szenario, das man mitdenken muss. Albtraumartig ist die Wirtschaft in Deutschland ja schon länger. Man gewöhnt sich irgendwie so ein bisschen dran. Heute der neue Einkaufsmanager-Index, der, so heißt es, so sank die Wirtschaftsleistung den fünften Monat in Folge und so stark wie zuletzt im Februar. Industrieproduktion erneut kräftig zurückgefahren, und jetzt kommt der wichtige Satz, und der Service-Sektor schrumpfte erstmals seit 9 Monaten wieder. Und das sehen wir hier unten, die Dienstleistung in Deutschland, die ist jetzt unter die Marke von 50 gefallen. 50 ist die Grenze zwischen Wachstum und Schrumpfung, und es war der Dienstleistungssektor, der uns so einigermaßen noch im Lala-Land hat halten können. Die Industrie war schon immer schwach, die ist jetzt auch nicht wirklich stärker geworden mit 43,2, alles unter 50 Schrumpfung, also wir schrumpfen von Monat zu Monat bei der Industrie. Und es ist, naja, jetzt eben Trump vor der Tür, und das wird dann eben gerade für die Industrie nicht deutlich besser werden. Aber gucken wir uns mal um, zum Beispiel zu unseren Nachbarn, den Franzosen. Da sehen wir ähnlich Katastrophales jetzt. Die Franzosen standen ja, naja, jetzt nicht großartig da, aber so ein Ticken besser als wir. Und jetzt sehen wir hier verarbeitendes Gewerbe 43,2, also ähnlich mies wie in Deutschland. Und jetzt der Dienstleistungssektor rutscht immer mehr ab mit 45,7. Das ist schon ziemlich mies. Und wenn Deutschland und Frankreich solche miesen Daten haben, dann wird das in der Eurozone nicht anders sein. Das sehen wir hier oben in diesen Zahlen. Also Schrumpfung auf breitester Front. Und wir müssen uns besonders Sorgen machen über das ja so hochverschuldete und so hochbürokratische und so hoch zentralistische Frankreich, das geradezu abstürzt jetzt in letzter Zeit. Da hat die Olympiade in Paris nochmal so einen kurzen Push gegeben, vor allem im Dienstleistungssektor, aber das ist vorbei. Wir sehen, dass die Abwärtsdynamik stärker ist als in Deutschland. Da sind wir ja schon Kummer gewohnt. Da ist der Fall, nachdem man vorher schon stark gefallen ist, einfach nicht mehr so tief. Aber die Franzosen, die fallen jetzt relativ tief, und diese Kombination, schwach ist Deutschland, das schwach bleibt und noch schwächer wird, und Frankreich, das jetzt regelrecht abstürzt, sorgt dafür, dass die sogenannten 5-Year-5-Years Inflation Swaps, also die Märkte, die die Inflationserwartungen bepreisen, auf den tiefsten Stand seit 2022 fallen, weil man sich sagt, naja, wo soll die Inflation herkommen, wenn die Wirtschaft so deutlich nach unten geht. Und jetzt wollen wir mal zu einigen Namen kommen, die dafür symbolhaft stehen. Ich will jetzt nicht Robert Habeck etwa die Schuld an allen geben, aber es ist schon da eine weitere Weichenstellung passiert, die wirklich katastrophal ist. Rechts sehen wir etwa mal die Industrieproduktion, Deutschland praktisch am schwächsten aus dieser ganzen Corona-Geschichte gekommen. Und dann haben wir einen Robert Habeck, der damals am 8. Dezember 2021, als er als Wirtschafts- und vor allem Klimaminister angetreten ist, gesagt hat, also wenn man dann zurückblickt, etwa im Jahr 2040, und man sieht, wie eine große Volkswirtschaft gleichzeitig aus Atom- und Kohlestrom aussteigen kann und trotzdem die Märkte der Zukunft erfolgreich mitbespielen kann, Wohlstand und gute Arbeit im Land gehalten werden, dann könnte man einen kleinen Schriftzug in dem Geschichtsbuch dieser Republik sein. Ich glaube, der Robert wird einen längeren Schriftzug im Geschichtsbuch dieser Republik bekommen, aber eben nicht mit den Thesen, die er, mit den Hoffnungen, die er da ausgestellt hat. Das beginnt ja schon mal mit dem CO2-Ausstoß, der in Deutschland deutlich höher ist als praktisch überall sonst in der Eurozone. Wir liegen an 81,4% der Tage in Sachen CO2-Emissionen darüber. Von der Wirtschaft wollen wir jetzt erstmal gar nicht sprechen, oder doch? Doch, sprechen wir jetzt erstmal. Schauen wir mal die deutsche Industrieproduktion an. Da sind wir sage und schreibe 26% unter dem Trend. Das ist eine massive Abweichung, die wir hier sehen. Das ganze Desaster begann 2018, 2019, könnte man sagen, kulminiert dann in solchen Geschichten wie jetzt Bosch, die 3800 Stellen streichen. Ich hatte schon mal erzählt, aber das passt. Ich hatte mit einem ehemaligen Klassenkameraden jetzt in München am Wochenende gesprochen, und der arbeitet bei Bosch, Bereich Kühlschrank, und hat gesagt, oder in dieser ganzen Kühlschrank-Thematik,
Wir saufen total ab, schlimmer als Finanzkrise. Damals gab es einen Einstellungsstopp, aber nicht mehr. Jetzt wirklich große Entlassungen und vor allem wird alles entlassen, was irgendwie zukunftsorientiert ist, also der Bereich Innovation. Und man versucht nur noch die Kosten runterzubringen bei der Produktion. Und das bedeutet, du hast auch in der Zukunft keine Chance. Wenn der Markt dann wieder anspringt vielleicht, dann hast du irgendwie jetzt nicht die Produkte, die on top sind, weil du eben alles, was nach Innovation oder Innovation ermöglicht, diese Leute, diese Kreativen, die hast du rausgehauen. Und das Einzige, was hier im Trend läuft, das sind die Government Consumption, also sind die Regierungsausgaben, ist dieser immer weiter sich aufblähende Apparat, bevor jetzt man sich verabschiedet seitens der SPD und der Grünen, wird noch schnell auch nochmal dieser Apparat aufgebaut, werden noch Leute schön eingestellt auf Kosten der Steuerzahler. Alles andere, GDP, also BIP, Konsum, Export und so weiter, wächst deutlich unter Trend. Das ist natürlich kein Zufall und vielleicht deswegen auch kein Zufall, dass eben diejenigen, die an dieser Ampelkoalition beteiligt waren, nicht so richtig gut dastehen. Die Union hätte jetzt nach neuester Umfrage 8% mehr als SPD, Grüne und FDP zusammen. Und nachdem Pistorius jetzt seinen Verzicht erklärt hat, warum auch immer, dann dürfte klar sein, dass die SPD keine Chance hat, denn mit Scholz wird das nichts mehr werden, auch wenn er vielleicht das noch nicht so richtig realisiert hat. Hier sehen wir mal, meine Damen und Herren, wie die Dinge sich jetzt auch in Sachen Aktien entwickeln. Hier sehen wir European Equities gegen US Equities und das ist ein einziger Strich nach unten. Und natürlich ist es der Tech-Sektor, der uns hier so maßgeblich fehlt. Aber dann vergleichen wir mal das Ganze auch mit den Daten, die wir aus der Eurozone, da hatten wir den Einkaufsmanager-Index bekommen, und eben auch in den USA. Und wir sehen in den USA, da sieht das ziemlich gut aus. Der Service-Sektor boomt, auch in den USA hat die Industrie Probleme, aber eben hier sehen wir unten Eurozone, der Einkaufsmanager-Index, der tendiert klar nach unten. Und jetzt ist eine Sache die, wir haben also jetzt Trump vor der Brust, der wird Zölle erheben. Jetzt hatten wir gesehen in den letzten Jahren, dass die Handelsbeziehungen mit den USA gestiegen sind, die haben zugenommen, während die Handelsbeziehungen mit China deutlich nach unten gegangen sind, weil eben auch China Probleme hat, weil man eben zum Beispiel in Sachen Autos die Europäer nicht mehr braucht. Und das bedeutet, dass das, was noch gut gelaufen ist, jetzt wahrscheinlich deutlich schwieriger wird mit den Zöllen, die Trump dann erheben wird. Hier sehen wir nochmal diesen Einkaufsmanager-Index der USA. Key Findings, 31 Monatshoch bei dem Composite, also dem zusammengesetzten Index. Wir sehen 23 Monatshoch. 32 Monatshoch bei Services, also Dienstleistungen, Manufacturing 23 Monatstief, also das läuft da auch nicht so richtig. Aber rechts sehen wir heute die aktuelle Umfrage der Uni Michigan. Die Amerikaner werden optimistischer, weil die sagen, ja, Trump, das wird Wirtschaft beleben. Also ist man da optimistischer. Die Amis zeigen, oder hier spricht man im Einkaufsmanager-Index davon, dass die Nachfrage deutlich anzieht. Pardon. Und ja, wenn ich sage die Amis, dann müssen wir vielleicht die Demokraten ein bisschen mal rausnehmen, denn die sind ein bisschen depressiver geworden, aber die Wirtschaft scheint sich zu freuen über Trump. So viel scheint klar. Apropos, wir haben ja jetzt diese Autobiografie respektive diese Erinnerungen von Frau Merkel bekommen, die dann auf die Frage, ja, warum ist die Ampelkoalition gescheitert, mal eben raushaut, ja, Männer halt. Sozusagen eine Eckkneipenpointe nach 18 Jahren ist ihr Vermächtnis, könnte man sagen. Und sie hat nochmal ihre Entscheidungen verteidigt und den in Sachen Migration und den derzeitigen Kurs der CDU kritisiert. Naja, also da bin ich mir nicht so sicher. Wir brauchen Einwanderung, wir brauchen Migration, aber wir brauchen eben die richtige Migration. Und wenn wir die richtige Migration haben, dann müssen wir alles für die Leute tun, damit sie eben sich gut integrieren können. Aber wir können nicht eben die falsche Migration haben in die sozialen Systeme hinein. Das geht nicht. Das wird auf Dauer schlichtweg nicht funktionieren. Wenn über 60% der Bürgergeldempfänger keinen deutschen Pass haben, muss man schon die Frage stellen, was da schief läuft. Und das, was da mit Trump kommt, nämlich Elon Musk, der ist auch nicht so ganz zart beseitigt. Der führt ja so einen Privatkrieg, könnte man sagen, mit Starmer, dem britischen Premier. Und die Briten wollen den ja sozusagen mal nach UK zitieren, wegen der Rolle von X damals in diesen Riots im Sommer. Und daraufhin Elon Musk, nee, du kommst jetzt mal in die USA und erzählst uns, warum die
was du hier mit dieser Zensur eigentlich machst und damit amerikanische Staatsbürger bedrohst. Also wir sehen, der Ton wird schärfer. Dieses Links-Vogue-Gespülte wird es ein bisschen schwerer haben in nächster Zeit. Und dieses Links-Vogue-Gespülte, das hat solche Leute bezeichnet, etwa wie in der Zeit, wie Javier Milei als Marktfaschist, das muss man sich vorstellen, ein Artikel aus dem Juni. Und dieser Marktfaschist, der hat es jetzt geschafft, dass die Wirtschaft 8,5% wächst, die Inflation nach unten geht, die Mieten fallen, das Wohnungsangebot steigt. Da sagt Jan Fleischhauer, es muss sich um eine Falschmeldung handeln. Wir haben doch aus den Zeitungen gelernt, dass das Ganze unweigerlich in Armut, Chaos und Niedergang führen würde. Naja, wir sehen, da macht einer was anders und der macht es vielleicht richtig. Bis das in Deutschland mal ankommt, wird wohl noch dauern. Die Argentinier waren so fertig nach diesen Jahrzehnten des Sozialismus, dass sie gesagt haben, dann soll es der machen und der scheint es jetzt hinzukriegen. Wir sind noch nicht fertig genug scheinbar, damit das passiert. Aber wir sehen vielleicht auch, dass die Amerikaner riesige Probleme kriegen werden. Warum, werde ich im zweiten Teil erklären. Denn aus diesem Handelskrieg, den Trump anfangen wird, wird bald mehr werden, so sagt es Ray Dalio. Und das ist einer der klügsten Männer unter der Sonne. Und das wird bedeuten, dass die Dinge auch in den USA schwieriger werden. Warum, wieso, weshalb, im zweiten Teil, den Link dazu wieder unter dem Video. Ich sage Servus, ciao.